Ja, jetzt muss ich nach dem Vortrag von Frau Ministerin mit irgendwie einem anderen Argumentationsframe operieren. Wir werden es aber zusammenbringen. Wir werden nachher Zeit zu diskutieren und ich versuche jetzt aber eine kleine Brücke zu schlagen, indem ich was durchgebe, was man in Thüringen nicht bekommt. Ich halte es mal kurz hoch. Agenda 2030, 17 Ziele für unsere Welt. Für Kinder. Für Kinder. Ich gehe es mal durch, einfach mal durchgeben, das gibt es aber auch online, man kann es sich online anschauen, Klassenstufe 5 bis 7 oder 5 bis 9, je nachdem. Ist nett gemacht. Lohnt sich, also ist schön gemacht, weil das, was wir hier diskutieren wollen, ein Frame ist oder ein Rahmen, ein Gedankenrahmen ist, den man auch auf verständliche Weise herunterbrechen muss. Das erfolgt aber nicht durch mich. Gleich. Ich werde mir Mühe geben, trotzdem so zu reden, dass Sie mich verstehen. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, vieles von dem, was ich Ihnen erzähle, verstehe ich selber gerade so. Ja, also ich komme selber an die Grenze dessen, was ich verstehe. Von daher kann sein, dass ich mich zwar verständlich ausdrücke, aber Sie trotzdem das Gefühl haben, Sie kommen nicht so ganz mit. Ist dann aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Sie können das, ich gebe noch ein zweites Buch durch, da können Sie es dann nochmal nachlesen, was genauer drinsteht, was ich Ihnen erzähle. Und Sie werden das, was wir heute sagen, auch die PowerPoint, das werden Sie dann irgendwann online sehen können. Also wenn es nicht ganz, vielleicht gibt es sogar noch eine Videoaufnahme. Also wir werden das Ganze, es wird dann schon irgendwann auch wieder verständlich sein. Wir haben hier einen Bildschirm, der Bildschirm ist jetzt für die Leute, die ganz woanders sitzen, nicht so richtig perfekt ausgestattet. Also er ist schön, aber er ist eben dann doch ein bisschen klein. Ich werde den Rahmen dessen, was ich Ihnen erzähle, ist ein ziemlich simpler Rahmen. Ich bin eigentlich Professor für Sozialpolitik, bin Soziologe. Beschäftige mich aber seit vielen, vielen Jahrzehnten, 1987 habe ich das Institut für Sozialökologie gegründet, was es immer noch gibt, beschäftige mich mit einem Rahmen, der eben dieses Thema auch der heutigen Vorlesung, des heutigen Tages markiert, Klima, keine Klimapolitik ohne soziale Nachhaltigkeit. Aber was ist das überhaupt, soziale Nachhaltigkeit? Was soll das denn sein? Frau Siegesmund hat gerade angesprochen, ja, das ist irgendwie mehr Gleichheit. Wir werden gleich sehen, das ist auch ein Konzept sozialer Nachhaltigkeit, etwas mehr Gleichheit. Ja, etwas mehr Sozialdemokratie. Das ist ein Konzept, ein sinnvolles Konzept sozialer Nachhaltigkeit, aber eben nur eins. Wir werden nachher sehen, es gibt noch mehr Konzepte und es lohnt sich, die im Zusammenhang zu sehen und dann schwirrt einem der Kopf ein bisschen, aber man wird auch ein bisschen klüger, denke ich jedenfalls, dass man klüger wird. Ich hoffe, es klappt auch. Und was die entscheidende Botschaft ist, die ich Ihnen sagen will, es gibt bereits eine Regulierungsform, die mit sozialen Verwerfungen oder genauer, ich verwende den Begriff Externalisierung, das stammt nicht unbedingt von mir, Stefan Lessenich, ein früherer jener Kollege, hat ein schönes Buch geschrieben vor einigen Jahren, Neben uns die Sintflut, eine Kritik der Externalisierungsgesellschaft. Und daraufhin habe ich dann mein Buch geschrieben, auf dem Weg hin zur Internalisierungsgesellschaft. Ja, weil mich die Frage ja interessiert, natürlich die Neigung von jedem von uns, also vielleicht Ihnen allen hier ausgenommen. Aber ich komme aus einer großen Familie, wir waren 5 Geschwister und wir hatten immer die Neigung, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann war es ein anderer. Ja? Du warst der Bruder oder irgendjemand, ich war es nicht. Und das ist Externalisierung. Ja? Also ich mache andere für etwas verantwortlich, wofür ich eigentlich verantwortlich bin. Und dazu neigen auch Gesellschaften. Also im frühen Kapitalismus, da gab es eben große Verwerfungen. Und dann waren wir aber nicht schuld, wir Unternehmer, wir waren nicht schuld und dann gab es Kämpfe und da gab es Kirchen, da gab es Gewerkschaften und irgendwann hat sich ein Wohlfahrtsstaat gebildet, der ist aber nicht vom Himmel gefallen. Es war ein mühsamer Kampf über Jahrzehnte hinweg, der bis heute übrigens fortgeht, der ist bis heute nicht vorbei, um die Kosten sozusagen einer kapitalistischen Verwertungslogik hineinzuholen in das System. Das ist Internalisierung. Und in einer gewissen Weise ist das, was wir in der Umweltpolitik haben, was Ähnliches, Nachhaltigkeitspolitik, Umweltpolitik, Ökologisierung, könnte man durchaus sozusagen als etwas einen ähnlichen Prozess sehen, nämlich die Externalisierung des Industriesystems in Internalisierungsprozesse zu verwandeln. Und das ist kompliziert. Ich werde Sie jetzt nicht in alle Feinheiten hineinbewegen, wir haben einen Experten des Sozialrechts, wir haben also das Sozialpolitiksystem ist heute hochkompliziert, es umfasst 30-40% je nach Staat des Bruttoinlandsproduktes, die Sozialleistungskurse etwa so hoch. Also wir haben große Summen, die wir umwälzen, um soziale Internalisierung zu organisieren. Und wir werden vor der Frage, inwieweit wird das auch im Bereich der Umweltpolitik notwendig sein? Inwieweit wird auch solche Internalisierungsstrategien, die es heute schon gibt, Frau Ministerin hat eben einige angesprochen, aber es sind, wenn wir sehen, ist noch sehr dürftig, es wird noch sehr viel mehr geben müssen.
Und da finde ich sozusagen der Gedanke, den ich jetzt heute, ich habe ja nur eine halbe Stunde, ich habe ja auch hier jemanden sitzen, der dann irgendwann Zettel hochhalten wird, ja, damit, weil ich natürlich nicht überziehen darf, ne, das ist also, wir Professoren sind ja viel, wir sind ja Beamte und müssen uns unterwerfen, naja, in gewissem Umfang. Also hier, was ich sagen werde, Holismus, ich möchte nur in drei Schritten vorgehen. Ich möchte das Problem des ganzheitlichen Denkens markieren. Dann möchte ich mit Ihnen ein paar Überlegungen zu einem Paradigma sozialer Nachhaltigkeit anstellen. Und zum Schluss möchte ich sozusagen nochmal über den Wohlfahrtsstaat nachdenken und wie die Brücke zwischen Wohlfahrtsstaat und Klimapolitik geschlagen werden kann. Und sie wird geschlagen, sie wird in einigen Ländern auch geschlagen, in Deutschland aber noch nicht. Also hier diese 17 Ziele. Vielleicht, manchmal, vor einigen Wochen waren sie an Litfaßsäulen zu sehen. Jedenfalls bei uns oben an der Ernst-Abbe-Hochschule, aber auch in anderen, in Jena habe ich es auch gesehen, es gab mal so Werbekampagnen zu den SDGs, Sustainable Development Goals, viele Leute kennen den Begriff nicht, ist ein guter Begriff. Die wurden 2005 verabschiedet, im Herbst von den Vereinten Nationen, sind mittlerweile, und zwar, die wurden nicht von den Vereinten Nationen, die wurden von uns mit verabschiedet. Deutschland war dabei, praktisch fast alle Länder haben sich dafür ausgesprochen, und die sind mittlerweile Teil auch der Thüringer, auch der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie. Und das Interessante daran, und deshalb finde ich das so erwähnenswert, und darum habe ich dieses Titel auch, irgendwie eine Brücke zwischen Utopie und Pragmatismus schlägt es, weil diese SDG zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal in den Politikstrategien auf internationaler Ebene systematisch soziale und ökologische Ziele in Zusammenhang bringen. 17 Ziele, 169 Unterziele, mittlerweile 370 Indikatoren, ein hochkomplexes System, was regelmäßig untersucht wird, nachgehalten wird. Nicht so einfach, im weltweiten Maßstab sind viele Daten nicht verfügbar und ich werde auch auf einige Beispiele geben, es ist nicht so einfach, das umzusetzen. Ich will die Pointe schon mal sagen vorneweg, für mich ist es ein gigantisches sozial-ökologisches Modernisierungsprogramm für die Welt. Deswegen wird es von vielen kritisiert, es ist ihnen zu dürftig, es ist noch keine Weltrevolution, zweifellos nicht, aber es ist eine Denkrevolution. Und darum werde ich darüber noch ein paar Gedanken verwerfen, nämlich die eine Frage ist, naja, geht es jetzt bei diesem Thema soziale Nachhaltigkeit eigentlich nur um Theorie, also wir werden gleich nochmal sehen, Ganzheitlichkeit, systemisches Denken, oder ist das vielleicht sogar eine Folge einer bestimmten Praxis? Es könnte ja sein, dass dieses ganzheitliche Denken diesen sozial-ökologischen Zielen die Folge bestimmter Lebenspraktiken ist, die sich als sehr ungünstig erwiesen haben. Ich habe nur zwei Stichworte genannt, IPBES, letzte Woche ging es durch die Presse, International Panel auf, über Biodiversity, eines der vielen UNO-Unterausschüsse, die sozusagen dafür gesorgt haben, nochmal wieder ins Bewusstsein zu rufen, welche enormen Kosten durch eine ungünstige und fatale Entwicklung in Bezug auf die Biodiversität entstehen. Und natürlich das bekannte IPCC, also das Panel für Klimapolitik, was ja mit regelmäßigen Berichten auch zum Glück in der Presse ist, wo ja Tausende von Wissenschaftlern weltweit daran beteiligt sind. Also es sind sehr interessante Zwischenbereiche zwischen Wissenschaft und Politik, in denen versucht wird, sozusagen das Wissen zu akkumulieren. Und natürlich, klar, es gibt eine Menge von Menschen, die sagen, das stimmt überhaupt nicht, es gibt bei uns überhaupt gar keine Probleme, es ist eigentlich alles ganz toll, wir wollen alle unsere Bomben wieder haben. Klar, die Leute gibt es natürlich auch, die finden ja auch Wähler, auch gerade in Thüringen. Aber die Frage ist, für welche Praxis, mit Folgen für welche Praxis und was hat das, was wir jetzt diskutieren, welche Folgen hat das? Und deswegen ein kleines Beispiel, ich habe noch ein Bild, das kann man leider jetzt nicht so gut erkennen für Sie, später, wenn Sie es im Netz erkennen, wenn ich es hochlade, werden Sie es sehen, krank ist das neue gesund. Greta Thunberg, ihre Familie hat ein Buch veröffentlicht, sie ist ja eine interessante junge Frau und interessant ist dabei die Grenzwertigkeit. Auf der einen Seite finden wir natürlich im konservativen Bereich, Frankfurt Allgemeine schon wieder, die versuchen jetzt diese Fridays for Future, diese Bewegungen in irgendwelche zu Kinderkreuzzüglern zu machen, also zu im Grunde Verrückten, also man versucht sozusagen also das Ganze in die Region des abweichenden Verhaltens zu bringen, aber das Vertragte ist, das ist auch nicht so einfach. Also gerade das Buch, was die Familie selber geschrieben hat, ist eine Rezension aus der Zeit von Iris Radisch, eine sehr gute Besprechung, die deutlich macht, wie schwierig es auch ist, also wie schwierig sozusagen eine hohe Sensibilität für solche Verwerfungen auch für Personen ist. Jetzt wünschen wir natürlich nicht, dass alle Familien hier auch gleich mal alle gleich ADHS haben und wir alle sozusagen dann auch Asperger und sowas mit uns, es muss ja nicht sein, man kann auch ökologisch sein, ohne unter diesen Problemen zu leiden. Aber ich will nochmal deutlich machen,
Die Grenze zwischen sozusagen Sensibilität und Hypersensibilität ist bei diesen Themen eben fließend. Das müssen wir uns bewusst machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Verleugnung, denn das ist der Preis, die andere Seite davon. So, jetzt, was heißt überhaupt Ganzheitlichkeit? Ich bringe nur ein kleines Beispiel, ein Projekt, das habe ich jetzt im letzten Jahr in Schleswig-Holstein abgeschlossen, ging es um Altenpolitik. Und da war eines der Ziele, wie kann man die SDGs, diese Sustainable Development Goals, für eine integrierte Altenpolitik nutzbar machen. Ich gehe nicht in die Details, ich zeige Ihnen nur gleich ein Bild und dann merken Sie, was mache ich denn mit so einer tollen Theorie? Nur als ein Beispiel, wo kommt es? Ja, eins zu weit. Hier, so, haben wir solche Flussdiagramme. Alles Mögliche hängt mit allem Möglichen zusammen. Und je ganzheitlicher ich denke, umso schwieriger wird es, empirisch zu forschen. Wird auch schwieriger, Politik zu betreiben. Meine Politik hat sowieso das Problem, dass sie eigentlich ganzheitlich sein muss, aber sich schwer tut. Ich gebe ein zweites Beispiel. Hier, das hier ist ein Panel, es gibt die International Science Union, das ist also die Dachgesellschaft aller, sagen wir mal, DFGs, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es gibt so eine internationale Vereinigung aller Forschungsgesellschaften. Die haben ein eigenes Panel eingerichtet, eine eigene Forschungsgruppe, die sich beschäftigen mit Policy Outcomes im Rahmen der SDGs. Wie kann man die Zusammenhänge bestimmen? Und ich bringe noch ein zweites Bild dazu, ich will es nur als andeuten, damit Sie sehen. Hier haben wir SDG 13, hier geht es um SDG nicht 13, sondern 7. Da geht es um bezahlbare und saubere Energie, also ein Sustainable Development Ziel. Wie hängt das mit welchen anderen Zielen zusammen? Und das ist interessant, also ich will Sie nur motivieren, mal sich auf diesen Weg zu begeben, sich diese Dinge anzuschauen. Ich finde es faszinierend, weil Sie kommen natürlich dann in so ein, Sie müssen dann mit komplexen Simulationen arbeiten, Sie müssen sich darauf einlassen, auf die Schwierigkeit, Korrelation herzustellen zwischen Dingen, zwischen denen oftmals keine Korrelation hergestellt werden können. Was ich dann daraus mittlerweile in meiner eigenen Forschung mache, ich verwende gerne so etwas wie die morphologische Matrix, das zeige ich erst recht nicht an Bild, das können Sie schon gar nicht mehr erkennen, aber da versuche ich sozusagen Systematiken zu entwickeln, in denen wir quantitative und qualitative Messmethoden kombinieren können. Und genau darum geht es. Also ganzheitliches Denken, ich will damit nur sagen, ganzheitliches Denken ist schon kompliziert genug, ganzheitlich forschen ist extrem kompliziert, aber es ist unerlässlich. Es gibt keine Alternative dazu, wir müssen das so machen. Das Problem ist, um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, das Forschungsparadigma soziale Nachhaltigkeit erfordert eine holistische Forschungspraxis, die enorme Anforderungen an Konzeptualisierungen stellt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, also um die Endindexbildung, weil bei diesen SDGs, da gibt es natürlich Endexbildungen, wie man was jetzt messen kann, und da ist ein Beispiel, das sind Geldautomaten pro Kopf der Bevölkerung, das ist ein Indikator für SDG 8, vergleichbar mit dem Bevölkerungsanteil, der in absoluter Armut lebt. Ja, offensichtlich natürlich nicht. Aber dann gibt es so eine Bertelsmann-Stiftung und einige auch interessante Leute haben dann so ein Panel, so eine Indexbildung gemacht und die sagen, nee, wir können die gar nicht gewichten, wir müssen einfach alle Indizes nebeneinander stellen. Ja, das ist einfach, weil man sich nicht einig wird. Also das heißt, die Wissenschaft liefert damit also nur sozusagen Material, das dann natürlich im politischen, kulturellen und diskursiven Prozess genutzt werden muss. Wir können wissenschaftlich nicht genau sagen, in diesem Fall ist es noch relativ simpel, da könnte ich sagen, Anteil absoluter Armut ist offensichtlich ein gewichtigeres Kriterium. Aber bei vielen anderen Indizes ist es nicht so richtig einfach, klar zu machen, welche Wirkung, welche Bedeutung hat das. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Themendimension sozialer Nachhaltigkeit. Wenn Sie den Begriff, also möchte ich zwei verschiedene Zugangsweisen präsentieren. Die eine hier ist sozusagen Themendimension. Einfach, Sie können natürlich, wenn Sie über soziale Nachhaltigkeit nachdenken, schlichtweg das ist eine Ebene der Faktizität anschauen. Also empirische Forschungen zu sozialer Nachhaltigkeit. Wer von Ihnen sich mit dem Bereich schon beschäftigt hat, kennt vielleicht SÖF-Programm. Sozialökologische Forschung, ein großes Programm oder FONA, Forschung für nachhaltige Entwicklung, große Programme des Bundesforschungsministeriums, das ist also, wo es um Fakten, empirisches Wissen geht. Dann gibt es eine politische Dimension. Da finden wir heute sowas wie Transferorientierung, Reallabore, ist ein neuer Begriff seit einigen Jahren. Also Anwendungshorizonte, wo wir versuchen, in der Praxis mit solchen integrierten Wissensformen praktische Tätigkeiten zu unterstützen. Eine dritte Dimension ist die Organisation. Das ist das, was ich gerade anspreche, sozusagen, ich habe es eher ein bisschen rhetorisch, vielleicht ein bisschen polemisch angesprochen. Das Problem nämlich, wie kriegen Sie Interdisziplinarität oder gar Transdisziplinarität oder ich verwende meinen Begriff Neodisziplinarität. Ich habe in meinem Institut Mitarbeiterinnen,
Die haben Nachhaltigkeitsstudien abgeschlossen, Master in Nachhaltigkeit, internationale Masterstudienabschlüsse. Die, wo sind Sustainable Studies? Das gibt es mittlerweile. Die haben natürlich von allen nur irgendwas gelernt. Haben natürlich ein paar Schwerpunkte, wenn sie klug waren, haben sie im Bachelor vielleicht in Politik oder Soziologie gemacht und dann im Master obendrauf in Nachhaltigkeitswissenschaften. Aber das nimmt zu. Und wir brauchen diese Leute. Ja, die werden natürlich noch fast, ich glaube, in Jena gibt es das noch gar nicht, werden die nicht ausgebildet, aber richtig Leute, die wirklich so ein breites Wissen haben, die juristische, ökonomische Kompetenzen, soziologische Kompetenzen haben, die werden gebraucht in den internationalen Organisationen. Das ist quasi die organisatorische Dimension. Und dann gibt es eine epistemische Dimension, mit der ich begonnen habe. Was heißt überhaupt ganzheitliches Denken? Was heißt holistisches Denken, systemisches Denken? Und das ist eine Aufgabe, die für viele Disziplinen ein Riesenproblem ist. Aber sie ist ein Problem, was gelöst werden muss. Und die zweite, warum geht es nicht weiter? Huch, ist Batterie alle? Doch, halt, es ging gerade, was hatte sich, Entschuldigung, ich war gerade, was war jetzt los? Da fehlt die Überschrift. Ah, bin ich zu lange zum, ja, okay. Ja, als Forschungsparadigma, das ist die zweite Zugangsweise. Und zwar eine Ebene, ich habe das schon mal angesprochen gehabt, ist nochmal die Ebene Sozialforschung, also sozialwissenschaftliche Umweltforschung nennt man das zum Teil. Ja, also wo sozusagen mit sozialwissenschaftlichen Mitteln, verschiedenster Art Ökonomie, Politikwissenschaften, Soziologie, wo man an Fragen des Klima, wo man ein Klimabarometer macht und solche Sachen. Das ist eine verdienstvolle, wichtige Sache, mache ich zum Teil auch, muss auch passieren. Dann gibt es eine andere Achse, das ist die klassische soziale Nachhaltigkeit, klein geschrieben mit einem kleinen S. Das ist, wie Sie sie normalerweise in den sogenannten Dreieck- oder Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, vielleicht haben Sie davon schon gehört, das zirkuliert eigentlich in allen Papieren, ökologische, ökonomische, soziale Nachhaltigkeit, ein Drei-Säulen-Modell. Ist oft kritisiert worden, aber es finden Sie immer wieder in allen möglichen Papieren. Soziale Nachhaltigkeit meint da meistens Gleichheit, etwas mehr Gleichheit, Geschlechtergleichheit, Verteilungsgleichheit. Dahinter stecken die Gewerkschaften. Dahinter steckt, muss man 25 Jahre zurückgehen, Konferenz von Rio, die großen Kontroversen, nämlich die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, sozusagen, die sich auch gegen Ökologie gestellt haben, dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja keineswegs so, dass die großen klassenantagonistischen Gruppen der Autor immer für Ökologie waren. Im Gegenteil, sie waren fast nirgendwo für Ökologie, sondern sie waren eigentlich immer dagegen und dann haben sie die Ökoverbände dafür stark gemacht und dann haben sich eben dann ökonomische Nachhaltigkeit, es muss irgendwie auch sich zahlen und die soziale Nachhaltigkeit soll aber auch keiner davon negativ profitieren. Das war dann die kleine soziale Nachhaltigkeit. Das, was ich vorhin mit sozialdemokratischem Modell sagte, ich werde es gerne mal systematisch framen. Dann gibt es eine soziale Nachhaltigkeit sozusagen als ein anderes Modell noch, das sollte man nicht ganz gering schätzen, als ein konservatives Paradigma. Das ist für die meisten Leute gar nicht so bekannt, aber auch Konservative, ich weiß nicht, ob hier welche sind, die denken auch teilweise über Nachhaltigkeit nach. Aber Achtung, der Nachhaltigkeitskonzept ist extrem sozial. Ein ordentlicher Konservativer, CDU zum Beispiel, AfD, weiß ich, kann man da gar nicht zurechnen, das sind ja dann eher schon die Abteilung unter Hirnabschaltung, aber ich meine normalen CDU-Leute, die würden sagen, ja, wir sind Vermögensnachhaltigkeit. Wir wollen, dass die Unternehmen langfristig gesichert sind oder schwarze Null, läuft auch unter nachhaltige Finanzpolitik heißt es dann, schwarze Null. Das hat also mit Klima eigentlich nichts zu tun, da geht es nur darum, dass die sozialen, gemeinschaftlichen Ressourcen langfristig bewahrt werden. Das ist mein konservatives Bild von Nachhaltigkeit. Und da gibt es Nachhaltigkeit sozusagen als eine Art sozusagen ganzheitliche Programm oder ein weites Konzept von Nachhaltigkeit, das, was ich bezeichnen würde, sozusagen als eine Öko-Wohlfahrtsstaatlichkeit, als ein richtiges Politikkonzept. Dazu noch, das habe ich jetzt schon mal Werbung gemacht, Werbung. Geht schon wieder weiter. So, jetzt kommen wir, ich muss auf die Zeit achten, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, glaube ich. Ne? Ja. Muss also nicht so schnell reden wie sonst. Also nochmal hier das Ganze aufformuliert, was ich jetzt gerade mündlich gesagt habe. Also das Politikkonzept, und ich glaube, alle Konzepte haben ihre Berechtigung. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen systematischer im Rahmen, das ist jetzt etwas, was für die Soziologie-Studierenden, wird es welche geben, oder soziale Arbeitsstudierenden, die bei mir studieren, da gibt es ja auch welche, da habe ich schon einige hier gesehen. Also vielleicht haben Sie was vom Wohlfahrtsregime-Theorie Gösta Esping-Anderson gehört. Wenn nicht, schlagen Sie im Internet nach, sehr schöne Sache, wichtige Sache in der Sozialpolitikforschung. Und Esping-Anderson hat drei Wohlfahrtsregime-Konzepte unterschieden, nicht sehr originell, aber sehr interessant, nämlich liberales, sozialdemokratisch-sozialistisches und konservatives Regime-Konzept. Ich möchte darauf im Einzelnen nicht eingehen, das würde den Rahmen heute vollkommen sprengen. Ich habe das ergänzt noch aus bestimmten Gründen, systematischen Gründen, um ein viertes Konzept, das garantistische Konzept,
was sozusagen im Kern, also nochmal, um es einfach zu sagen, das liberale Konzept stellt natürlich in die Mitte als Steuerungstheorie den Markt, als Steuerungsprinzip, Sozialisten, Sozialdemokraten eher den Staat und Konservative eher gemeinschaftliche Formen, Nation, Familie. Und sozusagen für Garantisten ist es eher die Idee der Ethik, einer ethischen oder moralischen Orientierung. Das hat bestimmte Pendants, und deshalb erwähne ich es unbedingt, die wir in sozial konkreten Wohlfahrtsstaaten finden. Der Klassiker ist natürlich ist England für ein liberales Modell oder Amerika, wobei die Wirklichkeit immer gemischter ist. England ist das einzige Land in Europa, was ein richtig sozialistisches Gesundheitswesen hat wiederum. Also die Welt ist kompliziert, aber so ist die Welt. Achtung, die Welt ist nicht einfach. Ne? Die Welt ist gemischt, aber man kann trotzdem Tendenzen sehen, tendenziell liberal. Sozialdemokratische Regime, es gibt klassischerweise skandinavischen Länder, konservative Regime, Musterland Deutschland, nach wie vor bis heute. Folgenreich, vor allem der Sozialpolitik. So, und jetzt kann man dies durchaus in eine Verbindung zu sozialen Nachhaltigkeitskonzepten bringen. Das ist die Pointe dieses Bildes. Für Liberale, die schauen auf soziale Nachhaltigkeit generell skeptisch. Warum? Weil sie eigentlich allem, was dem Nichtmarkt ist, skeptisch gegenübertreten. Für einen ordentlichen Liberalen, Lindner-Liberalen, ist einfach der Markt Gott. Ja, vielleicht nicht ganz Gott, aber so fast Gott. Das ist einfach so. Wenn das Wort Markt kommt, dann freuen die sich. Sie müssen mit Liberalen mal reden. Sie müssen ab und zu das Wort Markt einstreuen, dann lächeln die sie an und freuen sich. Das ist einfach so, die sind halt so. Beim Sozialisten wiederum müssen sie ab und zu mal Staat sagen oder Plan, dann freuen die sich auch. Ja? Weil die haben das Gefühl, aha, mit der Partei, ich muss die Plätze besetzen, dann kann ich die Welt steuern. So ist der Sozialist. Es gibt auch ein paar Anarchosyndikalisten, Anarchosozialisten, es gibt auch ein paar andere, aber in der Tendenz sind die Sozialisten einfach, sind einfach so. Sozialdemokraten auch nicht viel anders. Scholz, ne? Scholz-Somat-Welt ist das einfach so. Das ist die Welt, ich sitze da und steuere und ich sitze da irgendwie als Beamter und dann steuere ich als Abteilungsleiter, als Staatssekretär, als Minister. Und am besten noch mit einem roten Parteibuch. Also das sozusagen ist eine sozialdemokratische Welt. Der Konservative, für den ist natürlich wieder anderes. Eine Nationalhymne, das findet er total schön. Ja, das ist wirklich schön für ihn. Also für manche andere ja auch, aber für den ist es besonders schön. Oder wenn Sie sagen, Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, dann wird er wie so ein Nick, das Wort kann man nicht sagen, wie so eine Nickfigur wird er nicken. Ja, natürlich, klar. Das ist einfach, so sind die einfach, die Leute. Ich sage es jetzt soziologisch Minimalwissen, aber es ist beachtlich. Weil wenn Sie mit dieser Frame an die Wirklichkeit werden Sie gehen, merken, huch, die Wirklichkeit ist wirklich so. Die Menschen sind so, die ticken so. Es gibt da ein paar Mischwesen, die sind liberal und konservativ oder links und liberal. Es gibt immer ein paar Mischwesen, Sozialliberale oder Ökoliberale, natürlich gibt es die auch. Und die Garantisten, das sind meiner Meinung nach diejenigen, die eigentlich sozusagen dem ökologischen Gedanken frönen müssten. Wissen Sie aber in Deutschland meistens nicht. Naja, gut, also jedenfalls wäre das so eine Richtung, in die man gehen könnte. So, jetzt möchte ich ein Beispiel bringen, um das ein bisschen praktisch zu machen. Ich bin auch schon Richtung Schluss, du hast die Zeit im Blick. Ich habe nämlich jetzt was überlegt, ich muss ja irgendwie auch ein bisschen anschaulich sein für Sie, damit Sie nicht so frustriert sind, weil ich nicht so allgemeines Zeug erzähle. Und da ist mir eingefallen, man liest das ständig in der Presse zurzeit von diesen CO2-Besteuerungen, das ist ja nichts Neues, aber jetzt geht es wieder neu durch die Presse und da hat man schon gehört, die Schweiz macht das irgendwie anders. Und dann habe ich ja ein bisschen recherchiert, ich bin ja als Wissenschaftler, neigen wir ja zur Recherche, also wir wollen ja nicht einfach nur wie Journalisten was nachbeten oder aus dem Internet zitieren, sondern wir wollen ja auch eine Quelle haben und das möglichst auch noch verschiedene Quellen. Und was habe ich dann gemacht, ein bisschen recherchiert und dann entdecke ich doch, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, eine relativ lautere Quelle. Ich habe eine Übersicht gemacht über die Art und Weise, wie CO2-Abgaben in Schweiz, Frankreich und Großbritannien organisiert sind und Vorschläge für Deutschland. Schon im letzten Jahr, können Sie im Internet runterladen, diese Studie. Ist ganz nett und da finden wir zum Beispiel ganz interessant, dass Sie die Bepreisung für CO2-Steuern mal markiert haben. Und dann sagten Sie, man muss eigentlich mindestens auf 50 bis 100 US-Dollar pro Tonne kommen. Müsste man eigentlich kommen und dann stellen Sie fest, dass relativ wenige Länder überhaupt auf dem richtigen Pfad sind. Also es ist eine lassen wir mal, ist die High-Level Commission on Carbon Prices, also ist auf der Klimakonferenz der UN eingesetzt worden. Und dann sagen sie, also die Schweizer gehören zum Beispiel dazu. Hat man auch schon irgendwie gehört, aber wie macht die Schweizer das? Jetzt wird es interessant. Da gehen wir aufs Nächste, bin ich fast schon Richtung Schluss. Die machen das nämlich, indem sie das über die Krankenkassenprämie rückerstatten, erstaunlicherweise. Ja? Also die erstatten sozusagen einen über 640 Millionen Dollar aus der Klimaabgabe über die Krankenkassen an die Leute zurück.
Ja, die meisten wissen aber gar nicht, warum das in der Schweiz geht. Es geht nämlich, weil es in der Schweiz A in der Krankenkasse, Stichwort vorher Garantismus, und in der Rentenversicherung eine Bürgerversicherung haben. Tja, haben wir nicht. In Deutschland gibt es überhaupt gar keine Technik, wie der Staat jedem Bürger Geld zukommen lassen kann, weil auch nicht alle Leute eine Steuererklärung machen. Ja, also wir haben die Technik, wir haben überhaupt gar kein System, wir haben dieses bescheuerte, konservative Sozialsystem, was ich hier auch noch mit, also kann ich ja auseinanderleben in meiner Lehre, aber was sozusagen alles in lauter Berufsgruppen spaltet und eben keine gemeinsame Struktur, die alle Bürger zusammenfasst und Bürgerinnen zusammenfasst. Und die Schweiz hat sowas. Und das ist eine Technik, mit der man das machen kann. Es gibt auch noch andere Techniken, aber es ist eine interessante Technik, die ich loben will hiermit. Also ein Lob an die Schweiz. So, und das Ganze jetzt nochmal zu abschließende Gedanken, jetzt komme ich schon in die Schlussrunde, Konzeptionen nochmal skeptisch, eng, internal und weit, also internal ist das konservative Denken, dieses alles vom Sozialen her nur Denken. Nochmal, ich habe das nur ein paar Begrifflichkeiten, ich habe das aber schon in meiner mündlichen Formulierung gesagt, also Generationengerechtigkeit, das ist für Liberale auch kein Problem, weil da geht es im Grunde, aber die fokussieren auf Geld, auf Geldmittel, auf Vermeidung öffentlicher Investitionen. Und auf der Gegenseite, ich bringe mal das weite Konzept sozialer Nachhaltigkeit, ein Konzept sozialer Grundrechte, eine umfassende Partizipation, noch ein weiteres Thema, ich springe und mache nur den Code, und SDGs, sozusagen Wachstum von Qualitäten. Man kann nicht gegen Wachstum sein. Warum sollen nicht manche Sachen wachsen? Warum soll man nicht mehr wissen? So Quatsch. Warum soll man nicht schönere Bilder malen? Oder besser tanzen? Ist auch gut. Man kann viele Sachen besser machen. Also man kann nicht gegen Wachstum sein. So, jetzt komme ich fast schon zum Schluss. Ja, das habe ich eigentlich schon mehr oder weniger gesagt. Gedanke ist der Internalisierung. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal sozialpolitisches Programm. Mir geht es eben um holistische Denkmodelle. Mir geht es generell darum, dass wir uns bewusst machen, dass eine soziale, nachhaltige Politik ein Programm der Internalisierung sein muss und dass dies auf vielen Gebieten möglich ist. Ich habe einige Stichpunkte angedeutet. Stichpunkt Agrarwende, auch darüber können wir jetzt lange diskutieren, ich habe jetzt die Zeit dafür nicht. Energiewende haben wir schon angesprochen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir über Anreize, über Nudging, also politische Psychologie setzen, dass wir positive Anreize setzen, aber natürlich in manchen Bereichen auch klare Strukturen und klare Vorgaben machen. Bin ich fertig? Ich glaube, ich bin schon gar fertig mit meinen Vorgaben. Oh, ja, ich bin sogar schon fertig. Letztes Bild. Genau, letztes Bild, irgendwie so ein netten Schlusssatz, ne? Paradigma sozial Nachhaltigkeit erscheint mir, sondern erleichtert sozusagen die Wissensbasierung und die Legitimation sozialpolitischer Programme in einem weiteren Sinn, die auf eine Internalisierung sozialer und ökologischer Problemlagen abzielen. Ja, damit höre ich jetzt hier auf, das ist ein bisschen abstrakt, aber vielleicht trotzdem nicht ganz uninteressant. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.